بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد, heute haben wir inshallah die letzte Folge und zwar die 18. und heute lernen wir Maddul Lazim. Maddul Lazim wird sechs oder hat sechs Verlängerungseinheiten. Also es wird sechsmal verlängert. Damit wir es schnell verstehen, kommen wir dann zu den Beispielen. Und die erste ist in Al-Fatiha vorhanden. Und zwar Walandallin. Und hier haben wir dann eben ein Mad-Lazim. Wenn man schon sieht, dann haben wir eben eine Verlängerung und danach einen Buchstaben, der einen Shadda hat. Und das ist eben der Grund, warum er zum Mad Lazim geworden ist, dass wir dann eben sechsmal verlängern. Wenn man verlängert, muss man auch achten, dass man eben sowas wie einen Haken macht. Also damit man merkt, dass da zwei L sind. Weil einige es vergessen und dann eben zum Beispiel Walandallin, Dallin sagen und es nicht verbinden. Das muss man achten. Als zweites Beispiel haben wir zum Beispiel Dabba oder Dhakirina oder Allah. Natürlich hier wird Allah mit der Verlängerung als Frage gestellt. Und deswegen sollte man achten, dass man, wenn man Azan macht oder Takbir macht, nicht Allahu Akbar sagt, sondern Allahu Akbar. Weil sonst wird es zu einer Frage. Also ist Allah groß? Und da es die letzte Folge ist, möchte ich gerne einige Sachen noch sagen. Und zwar, dass das jetzt allgemeine Regeln sind, damit man ganz normal lernen kann. Oder damit man ganz normal den Koran rezitieren kann. Natürlich als Lehrer muss man noch mehr haben. Also man soll jetzt nicht denken, dass man jetzt die ganzen Tajwid-Regeln oder dieses Wissen von Tajwid jetzt alles umfasst hat. Es gibt noch sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Eigenschaften eines Buchstaben. Ist es leise? Ist es dick? Und so weiter. Natürlich, da ich jetzt in Scharia spezialisiert bin, kann ich nicht diese Sachen gehen oder erklären. Das wäre zu viel für mich. Und deswegen bleibe ich dann inshallah hier, bei dieser Sache stehen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.